Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Elex. So, wir quatschen mal mit dem Rock. Was? Was macht er denn da? Okay. Ihm scheint kalt zu sein. Wie sieht der denn aus, ey? Rohes Fleisch. Ja, nehmen wir doch erstmal gebratenes Fleisch. Er gönnt sich einen Schluck. Warte mal, wir können auch gerade mal ein bisschen Lagerfeuer hier, gebratenes Fleisch. Zack. Hier, können wir auch mal Drüsensuppe. Eine Drüsensuppe erhalten. Was macht das hier? Das ist hier, ach so, das Knochenmarkbrühe. Macht Rüstung plus 10 für 40 Sekunden. Wein? Ein großer Heiltrank dafür. Ah, nee. Nee, 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 erstmal nicht. So, Rock. Wo warst du? Hey, du! Was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Woher soll ich das denn wissen? Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Der Berserker Asko ist ermordet worden, oder? Togal braucht er. Genau, mit Togal. Fragen wir erstmal. Na, okay, nee, wir kommen erstmal höflich und seine Frage beantworten. Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Oder die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was. Scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Mhm. So wahr, dass du einen Berserker dafür tötest? So, wir fragen erstmal hier. Togal braucht seine Hilfe, braucht dich beim Weltenherz. Schicke ich ihn dann weg? Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Ja, sicher. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Doch leider stecke ich hier fest. Warum ziehst du nicht einfach los? Du würdest die Reise sowieso nicht überleben. Warum ziehst du nicht einfach los? Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Tja. Ich besorge dir deine Überlebensausrüstung. Ich denke eher nicht. Sag mal. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Okay. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath. Du kanntest Askor, nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald von Goliath? Trägst du eine Waffe? Er hat einen Bogen gerade, ne? Ein Schwert sehe ich da jetzt nicht. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Ja, vielleicht hat dich ja jemand erwischt. Und zwar der Askor. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Ha, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm. Wo sonst? Und okay. Einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Kanntest du Askor? Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erstmal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Dann Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Warst du vielleicht eifersüchtig? Okay, trägst du eine Waffe? Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Aha. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Okay. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben?
Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Ja. Wir könnten ihn jetzt wegschicken zu den Outlaws. Oder Togal. Ja, ey, die brauchen dich. Und wenn du keinen Bock hast, musst du das selber klären. Dafür bin ich nicht zuständig. Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Okay. Was mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Wir fragen mal nach der Eskorte. Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Feigling. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache, das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Wunderbar. Tja, wegen der Sache mit dem Weltenherz. Na, wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Ich kann ihn nicht zwingen. Ja, dann besorge ich dir deine Ausrüstung. Ich besorge dir deine Überlebensausrüstung. Jetzt weg machen. Du würdest mir eine große Last von den Schultern nehmen. Also pass auf, Wasser und Fleisch sollten für dich nicht das Problem sein. Du kommst ja herum. Aber als Waffe brauche ich etwas, das Eindruck schindet. Oberhalb dieses Gehöfts gibt es noch einen weiteren Hof. Dort lungern ein paar Outlaws rum. Und wo die sind, sind auch Waffen. Ja, du willst doch Outlaw werden, dann geh doch hin, freunde dich mit denen an. Okay. Dann müssen wir zu den Outlaws nach oben. Gut. Aber wer ist jetzt der Verbrecher? Der Mörder von Ascor? Das haben wir immer noch nicht herausgefunden. Tür öffnen verboten. Wir können ja mal eben hier so schnell speichern. Ist ja gerade keiner da, ne? Okay, Gabel, Gabel. Das braucht er doch sowieso nicht auf seiner Reise. Lalala. Hier sieht er mich vielleicht. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay. Keiner da? Lululululululu. Wo ist der Schlüssel? Sieht er das? Ich kann so schwer erkennen, ob er mich sieht. Scheinbar nicht. Fällt auch gar nicht auf. Blutiger Burger. Gut. Danke euch. Schlüssel. Tja, gute Frage. Keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Wahrscheinlich hat er ihn. Würde ich jetzt mal vermuten. Federvieh. Oh, da hinten haben wir einen Teleporter. Den aktivieren wir mal eben, auch wenn wir die bis jetzt noch nicht genutzt haben. Was war das? So, ein Energiespeicher. Gut, da haben wir auch noch was. Was bauen die denn hier an? Ist das Wein oder? Nee. Glaub ich nicht. So, wie sieht's denn jetzt aus hier mit unserer Mission? Was ist denn jetzt Sache? Müssen wir jetzt zu Duracell zurückgehen? Ominöser Zettel. Ach, den haben wir ja auch noch. Stimmt. Hinterlassenschaft eines gewissen Fred. Fred war hier. Nachricht an die Nachwelt.
Der Fred war also hier. Was ist das denn? Okay. So, da haben wir blutiger Burger-Rezept. Rohes Fleisch und Brot. Okay, dann können wir ein bisschen mehr aus rohem Fleisch machen. Bringt Hoffen, je blutiger, desto besser. Yummy. English Style. Quest. Jetzt müssen wir mal ganz gucken. Zahn und Zahn. Indizbeweise. Jägerbogen Askor wurde hier noch mit einem Schwert getötet. Da sind nochmal die ganzen Sachen. Brain ist oft in Goliath. Das letzte Mal vor ein paar Tagen. Aber Brain war Askors bester Freund. Toga hat Angst, tief in den Wald zu gehen. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Askor war ein guter Leser. Das ist Grundvoraussetzung, wenn man zum Krieger befördert werden will. Darum bleiben viele Bewohner von Goliath nur Setzer oder Werker. Tja, das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Ich sollte eine der Befragungen wegen des Mordes an dem Berserker Askor durchführen? Ach, einige. Ich soll eine der Befragungen? Ich verstehe den Satz gerade nicht. Ab dann will Duras mein Waffengefährte sein. Ja, aber wie geht's jetzt weiter? Wir haben doch jetzt alle befragt. Falscher Knopf. Anscheinend müssen wir zurück zur Dura-Zelle. Dura-Zelle. Ja, dann müssen wir wohl zurück. Wir könnten jetzt noch... Er meinte doch irgendwie hier... Sind auch noch welche? Outlaws? Aber mit Outlaws jetzt anlegen? Wo sind die denn? Clanstreit. Offene Rechnung. Nachschub für die Setzer. Ach, das war das Brot. Der fehlende Mann. Wurde dorthin geschickt, Nachzug zu besorgen. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir ihm jetzt Bescheid sagen? Der neue Outlaw. Rock ist ein Setzer, der seinem alten Leben nichts mehr abgewinnen kann. Ich soll ihm Trockenfleisch, Wasser und eine Waffe besorgen. Erst dann sieht er sich imstande, die Reise zu den Outlaws der Wüste zu schultern. Da er sich ihnen anschließen möchte. Okay, komm, wir markieren uns das Ding mal. Einfach damit mal sehen, wo wir hin sollten. Da drüben. Hunterstruhe verschlossen. 1 von 2. Ja, da können wir sogar noch gar nicht ran. Da können wir noch nicht ran. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu Torgan. Torgan? Hier ist der Torgan. Zurück. Sagen ihm Bescheid und dann kämpfen wir uns zurück zu Duracell. Dann aktiviere ich erstmal Duracelle wieder. Zahn um Zahn. Weil Schlossknacken habe ich noch nicht, also können wir die Quest noch gar nicht machen. Gut, gut. Vogel. Okay, das geht nicht. Ich dachte, die geben mir auch ein bisschen Fleisch. So, keine neuen Raptoren. Gut aus. Dann gibt Gummi. Wir könnten ja mal gucken, wer da unten noch so gestöhnt hatte. Wir hatten da ja was gehört gehabt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat mit hier, dass wir ihm zurückbringen wollten oder ob ich da jetzt nachhaken müsste bei ihm. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zu Torgan zurück und sagen ihm, dass der keinen Bock hat, ne? Wo geht's hier denn hin? Aha. Was ist das?
Ah, sind das die Leute? Setzer tot. Setzerbrot. Gucken, ob der da vorne aufmerksam wird. Nachtschatten, wow. Auch Totenkopf. Gut, den lassen wir mal noch. Dies hat wahrscheinlich eher weniger Sinn und hier haben wir keine... Jetzt hat sich Steam geschlossen. Weil ich Geschenke bekommen habe von Mirami. Vielen Dank. Ah, das ist ja lieb. Near Death und The Cruise Forest habe ich bekommen von ihr. Warum? Aber danke. Aber jetzt hat sich das Spiel geschlossen. Wir reden gleich. Nach der Aufnahme melde ich mich mal bei dir. Gut. Sorry, Leute. So, hier ist ja schon das Weltenherz. Dann schauen wir mal, ob das gereicht hat. Und sagen dem Guten mal Bescheid. Jetpack. Das Jetpack bremst immer so massiv ab. Das geht mega nach oben, aber nach vorne nicht so schnell. So, da ist er. Ich meine, wir können ihn... Ah. Da liegt was. Mana. So, Torgeil. Behalte immer die Gegend im Auge. Okay. Scheinbar hat das nicht gereicht. Mist. Ja, da müssen wir nochmal zu ihm zurück. Da müssen wir ihn nochmal drauf anquatschen. Ich wusste nicht, dass wir das machen müssen. Oh mein Gott. Und tschüss. Die Ausdauer. Und der ist flink, ne? Lauf. Kommt er? Jetzt kommen wir das Schicken da hinterher gerannt. Schneller. Gut, ihr seid hier aber nicht wieder gespawnt, oder? Nee. Okay, wir haben immer noch diese Kampfmucke, aber ich glaube, die kommen mir nicht so weit hinterher, oder? Ansonsten sind die Leute, die jetzt hier arbeiten, alle tot. Oh. Okay. Wir warten mal eben, bis der Junge abgeschüttelt hat. Ja... Okay. Hast du das bald? Ein bisschen ist noch drin. Hast du ein Blasenproblem oder warum machst du hier immer so in Etappen? Da pinkelt der seinen Namen da irgendwo in den Sand. Hey Keule. Oh, ich hoffe, du hast hier die Hände abgeschüttelt. Abgeschüttelt. Und jetzt in die Haare. Na geil. Hier, wegen der Sache mit dem Weltenherz. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Soll ich Teuge sagen? Ah, okay. Dass du nicht für ihn arbeiten willst, du kehrst zurück oder ich zwinge dich dazu. Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Persönlichkeit 2. Geht nicht. Soll ich Torgal sagen, dass du nicht mehr für ihn arbeiten willst? Darauf kommt er schon von alleine, wenn ich erst einmal außer Reichweite bin. Dieses verdammte Gemüse ist jetzt nicht mehr mein Problem. Also behellige mich nicht mehr damit. Mhm. Na gut. Tja.
Tja, weiß ich nicht, ob wir den Torgal da überhaupt Bescheid sagen können. Spätestens, wenn der Typ abgehauen ist, wird das merken. Vielleicht ist dann auch die Quest erst abgeschlossen. So nach dem Motto, naja, jetzt ist er weg, jetzt kannst du es ihm sagen. Warum liegen hier überall diese Splitter rum? Was ist hier passiert eigentlich? Man weiß es nicht. So, wir versuchen nochmal mit Torgal zu reden. Ob es jetzt geklappt hat. Ansonsten zwingen will ich ihn wie gesagt nicht. Und Persönlichkeit reicht nicht aus, um ihn zu überzeugen. Wir fragen Torgal mal. So, Torgal. Wie sieht's aus? Behalte immer die Gegend im Auge. Okay, Torgal will nur, dass wir die Gegend im Auge behalten. Na gut, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Dann machen wir mal hier eine Pause. Dann gehen wir in der nächsten Runde zurück zur Duracelle und klären die Sache mal mit dem Mord. Hoffentlich demnächst. Und dann schauen wir weiter. Vielleicht gucken wir uns nochmal im Dorf um und lernen da mal was. Muss ich mich damit mal auseinandersetzen, wie das dann funktioniert. Alles klar. Dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.